Hoi zusammen, herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ich habe eine neue Solo-Kampagne, Staffel, wie auch immer, angefangen und nehme dich schnell mit in eine kleine Tour, weil es ist Tag 7 und ich muss mich ein bisschen vorbereiten, bevor die Horde kommt. Und ich werde dir ja schnell zeigen, wo ich überhaupt gelandet bin und was ich so mache. Aber vielleicht zuerst einmal, so sehe ich aus, mit einem schönen weißen Pulli. Hose habe ich noch keine anständige gefunden. Aber dafür so eine schöne Fliegerbrille und so einen krassen Helm. Und ich sehe gerade, ja, komm mal das mit dem Essen, das geht noch. Ich habe mir da schon ein paar Sachen parat gemacht, um es dann draussen tun. Vielleicht kann ich dir noch schnell zeigen, wo das ich bin. Ich bin irgendwo da, glaub, gestartet und habe einen Schmiedi gefunden, da könnte man noch looten, so, okay, da habe ich einen Chemiekasten gefunden, bei einem Berg zu, und da in dieser Stadt bin ich noch dies noch immer wieder Zeugs am ausluten oder wie auch immer. Was ich aber nicht habe, ist, und das ist ein bisschen das Problem, etwas Anständiges zu essen, das ich hier in der Waschmaschine aufbewahren. Ich habe nämlich nur ein Herdöpfel und zwei Maiskolben, ein paar Heidelbeeren gefunden. Warte, da könnt ihr eigentlich schnell einfach mal ein paar essen, weil ich gerade Lust dazu habe. Komm, ich nehme gerade nochmal eins und weißt du was? Ich nehme, glaube die Eier mal schnell mit. Wobei, nein, komm, braucht es nicht. Wir essen gerade eins. Da sind wir nämlich hier schon wieder auf 37. Vielleicht könnten wir noch schnell ein trinken, bevor wir rausgehen. Und ja, ich finde eben nie ein schönes Feld. Ah, übrigens, da ist alles leer. Ah, das könnte ich eigentlich hier noch vorne nehmen. Mache ich aber nicht jetzt. Ich bin in einem schönen, coolen Haus. Zuerst immer hier die Steg hoch. Dann habe ich mir hier einen wunderschönen Weg nach außen gebaut, weil da habe ich ja Wasser und da hat es irgendwie einen Sog, also ein Loch. Da habe ich, glaube ich, eben mal ein Zombie gekillt. Und da wollte ich dann auch meine. Oh, was ist denn da passiert? Da hat jemand mir an meinem Haar rumgefingert. Hey, das geht ja gar nicht. Was läuft? Das nehme ich gerade wieder mit. Hey, was ist denn da los? Wer wagt's denn da? Mir hier reinzufummeln, hey, das geht ja gar nicht. Da muss ich ja dann noch irgendetwas machen. Was machen wir aber als erstes? Ich würde sagen, wir tun von diesen drei. Ah, jetzt habe ich die andere, das andere Teil. Ah, jetzt muss ich da noch zuerst. Wo haben wir es? Wo haben wir es da? Das weghauen, so wie es aussieht, dass ich kann. Ah, das kann ich wieder nicht rein tun. So doof. Ja, dann machen wir halt hier eine Reihe von denen rein. Ganz einfach. Aber eigentlich kann ich dir zeigen, wie es hier bei mir aussieht. Ah, daneben geschossen. Ja. Also gehen wir halt hier weiter. Wahrscheinlich werde ich noch viel mehr brauchen. He? Ja. Ja, aber ich tue hier auf jeden Fall schnell jetzt mein Haus ein bisschen absichern vor der Siebner Horde. Es ist ein recht grosses Haus. Ich fühle mich aber auch ziemlich wohl drinnen. Also von dem her gesehen, kann ich denn da? Ah, da kann ich. Sehr gut. Dann machen wir doch da. Aber zuerst noch schnell dich weg. Dich auch. Einfach das. Ah, dich. Jawohl. So, dann machen wir da noch eine Reihe drauf. So. Und dann ist einmal mal das sicher. Da ist eben, glaube ich, warte, der Baum muss schnell weg. Das hier ist eben recht sicher, habe ich das Gefühl, oder? Das sind wie viel? 1200. Ja, da werden Zombies nicht durchkommen. Das hier habe ich einfach gemacht, dass ich einmal weiss, wo ich bin, nämlich in dem Haus. Und da könnte ich überall rausschiessen und da habe ich, glaube ich, alles zugemacht, wo man kann und müsste zumachen. Da habe ich sogar auch noch schon solche Pfähle hier, wie ich gerade sehe. Da fehlen noch ein paar, genau, da wollte ich sie noch hin tun. Da habe ich so genau gleich gemacht wie auf der anderen Seite und schon wieder falsch gelegt. Ja, macht nichts. Wir tun hier auf jeden Fall noch uns diese Ecke auch absichern und dann gehen wir hier hinten rum. Ja, da fehlen zwischendurch noch mal wieder ein paar, he? Da bin ich nicht so genau gewesen, wie es aussieht mit diesen Pfählen am Setzen. Macht nichts. Wir können ja das alles korrigieren. Dann kommt jetzt der Baum endlich mal weg, dass ich hier noch zwei kann hinsetzen. Jetzt habe ich keine mehr. Schlecht.
Brauche ich denn noch? Ja, klar brauche ich noch. Ich habe auch noch solche gemacht. Und auch noch solche. Die wollte ich einfach mal schauen, wie die wirken. Die tue ich mir, ja, eben am liebsten hier auch hin. Also, hier würde ich euch eigentlich gerne haben. So am Ecke. Doch, oh, wo kommst denn du her? Du hast sicher etwas dabei. Nein, tschüss. Okay, warte, da braucht es nicht. Da braucht es nicht. Da gibt mir wieder ein bisschen Holz. Ja, dann tun wir jetzt hier noch schnell ein paar rein. Und hier machen wir irgendwo rundum. Ja, wobei, nützt das auch etwas? Die Mauer ist ja sicher und wenn sie mir das weghauen, ist mir das eigentlich egal. Da werde ich schnell noch ein paar von denen sehen. Komm. Wahrscheinlich werden sie jetzt dann aber gar nicht von hier kommen, sondern von jemand ganz anders. Ja, noch. Wir schauen noch schnell, wo könnten wir die hin tun? Soll ich die echt gleich noch hier hin tun? Wobei, eben, die Mauer ist recht safe. Was ich mehr bedenken kann, ist hier bei dem Holzlattenzaun, den ich jetzt hier einfach noch schnell ein bisschen auffülle mit all dem Zeugs, das ich noch dabei habe. Hier müsste noch eins hin. So. Und dann tun wir das noch da, ja, kommt das schon gut. So. Fehlen mir noch ein paar. Sei ich, es reicht nicht ganz rundum. Also, da sicher noch einen nennen. Und. Was ist denn da? Gar nicht gut. Da machen wir auch noch schnell zwei hin. Und dann müssten wir wahrscheinlich noch mehr haben. Brauche ich Holz? Schnell schauen, ich habe noch. Aha, gut. Wir tun uns noch schnell ein paar machen von diesen Stacheln. Hey, das reimt sich sogar. Aber nicht 23, 15 Länge. Und dann holen wir uns in dieser Zeit noch schnell irgendein Holz. Bist jetzt du da schon am Machen? Ja. Gut. Holz. So, wir gehen dort den Baum fällen. Mit unserer super Axt, die wir haben. Warte, komm, den hier nehmen wir mit. Und den. Oh! Nicht getroffen. Aber. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut, ob es dort eine. Hey, was ist denn da passiert? Da ist da mal ein Horde durchdurch, oder was? Das war irgendwie noch nicht gestern. Bin ich da eigentlich schon mal drin gewesen? Wahrscheinlich schon. Jawohl, da bin ich schon mal drin gewesen. Okay, vielleicht bin ich auch das gewesen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Da hat es irgendwie ganz viel Zeug rum. Ja, noch. Der Baum hier habe ich wollen. Und den wollen wir uns jetzt auch zu Gemüte tun. Ich erwarte eigentlich nicht gerade eine krasse 7er-Horde. Aber ich spiele auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich eigentlich? Ich glaube so Mittel oder eins unter Mittel, irgendwie so. Und wieso bin ich da jetzt schon wieder am Schwitzen wie ein Sau? Ich wollte jetzt hier den Baum noch rasch fällen. Komm, trink noch ein bisschen Wasser oder nimm noch ein bisschen von dem Tee, das ist okay. Ja, ich habe mich geskillt noch ein bisschen auf Pistolen. Ich weiß zwar nicht, ob ich die das oder ob ich das jetzt schon wird brauchen. Ich denke jetzt eher nicht. Aber wir haben jetzt hier mal ein bisschen Holz. Und wenn ich jetzt hier so am Schwitzen bin, sollte ich vielleicht wieder ins Schneebiom wechseln, um mich abkühlen. Aber das ist, glaube ich, nicht da durch. Aber da hat es eben auch nochmal so einen coolen Baum. Warte, wo ist denn das Schneebiom? Wo bin ich da? Ah, gerade auf der anderen Seite. Also, ich müsste da durch. Dem Hochhaus da bin ich noch nicht gewesen. Bin ich eigentlich da schon drin gewesen? Ich glaube nicht. Ich könnte da schnell. Ah, nein, halt, ich muss Holz haben. Aber zuerst gibt es dir da, glaube ich, noch eins aufs Dach. Oder? Nimm das. Oh, sollte aber treffen. Wunderbar, habe ich getroffen. Gut. Leider hast du nichts dabei gehabt.
Habe ich kein Messer dabei? Mal, eben. Das tun wir schnell wechseln. Wechseln wir dich noch schnell voneinander. Einfach zum meine Klinge noch ein bisschen schärfen. Bin ich da schon drin gewesen? Sehen wir jetzt den gerade? Nein, sieht nicht so aus. Okay, danke schön. Dann nehmen wir da das Holz noch mit und das Holz noch mit. Ah, da ist noch einer. Hallo. Aber da bin ich doch schon gewesen, so wie es aussieht. Den dort nehmen wir noch schnell mit. Du hast sicher Geld dabei. Kannst du mir es gerade geben? Ah, Blei. Ja. Dort hinten jetzt nochmal einen. Okay, komm, den nehmen wir auch noch gerade. Jetzt hier noch einen von hinten versteckt. Nein, gut. Da, schau, komm. Oh, nicht getroffen. Oh, da hat es noch ein Nest, da hat ich. Ein Heb und er ist weg. So, aber eigentlich suche ich Nahrung. Immer wieder. Schau, da ist einer am Umgump. Ich glaube, da bin ich noch nicht drin gewesen. Aus gutem Grund nicht, weil. Dort ist auch noch einer. Aus gutem Grund nicht, wollte ich sagen, weil. Ah, drüber geschossen. Da sind die Toten. Bist jetzt du tot? Richtig tot. Sieht so aus, hä? Okay. Dann nehmen wir dich doch mal mit und gehen da rein. Schauen, ob es da jemand drin hat. Hallo! Wir kommen im Tod. Komm, hoi sagen. Hoi Tod. Da hinten versteckt sich einer, aber dem kann ich einfach so eins über den Grind hauen. Oh, jetzt haben die Topfpflanzen genommen, die habe ich eigentlich nicht wollen. Und da liegt eben auch noch eine am Boden, die steht gar nicht erst auf. Finde ich gut. Du hast wenigstens Verbandszeugs dabei, dann hat es hier eine Kiste, die leer ist. Die Herzen kann ich brauchen, da hat es nichts. In diesem Sarg hat es zum Glück keine Tote. Aber hätte ja können sein. Dann da ist auch leer. Dann suchen wir mal da. Wow, cool. Habe ich zwar glaube beides schon. Ist da noch jemand? Nein, da hat es ganz viele Kerzen, die ich noch mitnehmen könnte. Da geht es aufs WC. So, so. Das ist auch gut. Dann schauen wir mal, was es hier alles noch hat, oder? Ein bisschen Röhrli. Nichts. Hier hast du etwas drin gehabt. Das können wir alles noch nehmen, das ist gut. Ein bisschen Scheisse wäre gut gewesen zum haben. Weil, dann könnte man nämlich mal selber so ein Beet anlegen. Da geht man zu lang hier. Gehen wir diesen Weg rein. Da. Oder raus. Da wird es wieder ein paar Särge haben. He? Gut. Zum Glück hat es hier Blei, die wir können zerlegen können. Papier brauche ich nicht. Ich werde eigentlich schnell noch schauen. Ich habe doch hier das. Ja, eben schon gedacht. Was ist eigentlich das? Jagdmesser habe ich auch schon. Okay. Nehmen wir halt das Papier gleich mit. Wo hast du es drin gewesen? Da. Ja. Scheint so. Oh, aber die Nägel hätte ich gern. Warte, das tun wir zerlegen. Die Nägel nehme ich gern. Oh. Zum Glück bist du am Pennen. Du Penner. Die hätte ich voll verpasst. Oh, aber da wollte ich beides haben. Das rühren wir das weg. Und was rühren wir denn noch weg? Flasche trübes Wasser. Komm, brauche ich nicht, weil ich habe eigentlich genug Zeugs. Oh, Kleppband, ist immer gut zu haben. Was können wir denn da noch vonhand nehmen? Komm, die Knöchel brauchen wir nicht. Ah, nein, ich wollte das Kleppband. Warte, da kann ich vonhand nehmen da. Genau. Jetzt habe ich Eisen bekommen dafür. Danke. Die Topfpflanzen brauche ich nicht. So ist das. Und das Blei zerlegen wir wieder. Okay. Eigentlich wollte ich ja nicht hier rein. Wollen. Jetzt bin ich aber schon hier drin. Dann gehen wir auch wieder raus. Und die Kerzen
könnte ich eigentlich brauchen, um ein bisschen Licht dann machen bei mir. Ah ja, ich muss noch ein bisschen Pflanzen machen. Pflanzen, was sage ich? Wollte ich da schon schnell reinschauen? Was hat sich da drin? Aber da geht es wahrscheinlich nur raus. Oder? Ah nein, schau. Geht nicht raus. Da kommt eine. Hoi. Ja, gang weg. Genau. Tschüss. Du warst hoffentlich die einzige hier drinnen. Ah, hier werden die Leichen präpariert. Gut. Und gewaschen. Oh, dort liegt noch eine am Boden. Ich sehe sie. Kaffee. Ah, Kaffee wette ich. Leg ab. Ja, das wollte ich nicht. Kaffee wette ich. Was nehmen wir? Was brauchen wir nicht? All die Pflastersteine. Können wir hier. Kann ich die hier eigentlich auch durchsuchen? Ah ja, kann ich. Okay. Aber irgendwie nicht alle. Wieso kann ich hier nicht alle durchsuchen? Und die haben alle nur verrottetes Fleisch drin. Ja, aber das ist immerhin etwas. Ah nein, den haben wir schon gesehen. Den haben wir noch nicht gesehen hier. Das können wir wieder zerlegen. Aber ich komme da wirklich nicht zu allen hin. Schade, schade, schade. Da hat es eben Kaffee gehabt. Das würde ich gerne mitnehmen. Dann rühren wir halt das Papier weg. Ich werde lieber den Kaffee. Weil ich bin Kaffeetrinker. So, also jetzt gehen wir aber wieder raus hier. Weil so spannend ist es jetzt hier nicht gewesen. Und jetzt kann ich mich schnell entmüllen, nachdem ich da dieser Frau noch Heu gesagt habe. Heu! Oh! Du stehst aber sicher nicht nochmal auf, oder? Gut. Hast du etwas dabei? Geld. Ja. Scheiss, jetzt geht schnell auf das Geld. Wo? Da sind wir daheim. Irgendwo. Und auf dem Weg sammeln wir jetzt gerade noch schnell Holz. Da durch. Oh, daneben geschlagen. Pech. Also, wir laufen schnell heim, um das Zeug zu entgrümpeln. Jetzt wäre es aber clever, wenn ich das vielleicht nicht gerade ins Auto rein tue, wie ich es aber sonst gemacht habe. Weil, wenn ich es nicht schaffe, bis am Abend das alles wieder auszuräumen. Da liegt ein Zombie am Boden. Schon wieder mit Geld. Warte schnell. Das könnten wir ja schnell wegnehmen. Dann geben wir das. Dann könnten wir bei der anderen noch schnell das Geld holen. Ich muss schnell schauen, ob ich hier noch etwas im Auto drin habe. Weil ich habe mir es irgendwie angewöhnt, hier das Zeug um einfach ins Auto zu verstauen. Gut. Ist nichts drin. Aber ich werde mich eigentlich schon schnell leeren. Ah. Zuerst tun wir aber noch die Dinger hier vorne brauchen wir ja noch ein bisschen mehr Safe Points. Da. Genau da. So. Habe ich nur 15 gemacht, tatsächlich. Das reicht ja nie hin. Ja, vor allem nicht, wenn ich noch den Nebenziele. Ja, schiess doch nochmal daneben. Mensch, was ist denn los? Wie viel habe ich noch einen? Und jetzt bringe ich den hier nicht hin, weil hier ein Stein ist. Super. Also, diese Ecke hier wird noch ein bisschen heikel sein. Aber wir könnten ja eigentlich noch einmal ein paar machen. Komm. Wie viel brauche ich echt? 10. Längt das? Ja, das muss länger. So. Und während ich die jetzt auch mache, fange ich wieder auf. Das doch gefällt mir aber gar nicht. Da muss ich schon noch irgendwie etwas machen im Fall. Warte, gehen wir zuerst die. Kannst du das so machen? Muss da ja irgendwie wieder rüberkommen. So. Welches? So.
Und ihr steht hier auf einem Pfeiler oben. Gut. Dann tun wir das einfach mal reinrühren bei uns. Es ist ja erst Mittag um 12 Uhr. Oh, vielleicht sollte ich mal etwas essen. Habe ich etwas zu essen? Nein, habe ich nicht. Wir rühren das nicht da rein, aber das. Ah, kommt die Steinblöcke. Ah, habe ich eigentlich noch wollen setzen. Warte, das machen wir auch. Das. Ach, wir rühren da einfach mal alles rein. Und die Fackeln habe ich ja auch noch wollen setzen. Genau. Wobei, ich habe gemeint, das mit den Fackeln ist vielleicht nicht ganz das Beste. Warte, das habe ich so wollen. Dass man die einsetzt, weil die anscheinend Zombies anlocken. Aber mir eigentlich gerade gleich. Ich muss ja da etwas sehen. Ich glaube, ich mache da die Steinmauer weiter. Gerade hinten dran. Ich habe ja da noch so Stein. Ich glaube, ich setze die wirklich einfach gerade da hinten hin. So. So. Genau so. Dann können sie dort nämlich doppelt ankommen und reinrennen. Da machen wir es auch noch schneller so. Dann liegt da wieder ein Stein im Weg. Komm, nimm ihn weg. So. Der Baum da, oder die Bäume habe ich gepflanzt. Ah, da muss auch weg. Okay. Einfach aus dem Grund, weil ich gefunden habe, ja, man muss ja irgendwie wieder zu Holz kommen. Irgendeinisch. So. Jetzt würde ich eigentlich gerne hier einen noch ein bisschen absafen. Wobei, ich mache hier einfach schnell hier noch im Ecke. 3, so. Ich habe keine mehr. Okay, darum geht es nicht. Logisch. Dann kann ich hier schnell raufgumpen. Und habe ich jetzt hier schon? Nein, da habe ich eben noch keine. Die werden wahrscheinlich dann von hier kommen. Oh. Wo ist es? Wo ist es? Ich höre es da. Dort. Alright. Ist das weiter weg? Ah, das ist mega weiter weg. Das holen wir heute nicht mehr. Weil ich werde da wirklich zuerst noch mein Haus ein bisschen absichern. Das ist mir momentan ein bisschen wichtiger. Und da, warte, jetzt muss ich hier glaube ich draussen rumlaufen schnell. So. Ja, das mit diesen Zähnen, das ist nie, ich brauche mehr Holz, eindeutig, ich muss noch ein bisschen Holz haben. Komm. Das ist dann gleich meine Axt tunde. Das ist natürlich schlecht. Ich tue jetzt hier halt einfach alles Holz, was in der Nähe ist, schnell abholzen. So. Weil dann geht mir auch die Ausdauer nicht zu fest an den Arsch. Und ich kann schnell noch ein paar von denen machen. Ja, komm, mach die 11, das ist okay. Ich hol mir noch mehr Holz irgendwo. Da wird sicher noch einen Baum. Schnell raufklettern. Ja, aber nur so kleine. Nimmst du jetzt den hier auch noch? Ich meine, der ist auch ein 300er, das ist ja immerhin etwas. Und dann muss ich dann bald wieder etwas zu essen haben, so wie es aussieht. He? So ein kleiner Baum ist ein 600er, wow, krass. Ah, jetzt bin ich schon auspowered. Mist, jetzt trinken wir halt mal schnell wieder einen Schluck, dass wir mögen. Zu essen habe ich nichts dabei. He? Aber brauche ich auch nicht, ich habe ja noch etwas. Und sobald ich dann die Siebnerhorde überlebt habe, werde ich mich dann wirklich müssen entweder an einen Garten machen. Wobei, wo ich den mache, weiß ich noch nicht so genau. Ich würde vorschlagen, in meinem Poolbereich innen, also irgendwo da. Wo ist es? Da eine? Ja, eben, einfach irgendwo in meinem Poolbereich innen. Jetzt habe ich eben Wellen nicht säckeln, sondern alles schön langsam, gemütlich und gemächlich. Ja, aber ich würde sagen, ich tue einfach da mal noch ein bisschen weiter plätschern und
Ja, nimm dich dann mit in die Hordennacht, wenn sie denn so weit ist. Darf nicht vergessen, die Fackeln zu stellen, zu legen, dass man noch etwas sieht. Und ja, würde mich freuen, wenn du dabei bist. In dem Sinn, cheers!